Die Volkswagen-Aktie massiv unter Druck. Sie notiert unter dem Corona-Tief. Ist das jetzt eine Chance oder ist es der Untergang? Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück mit dem Videothema der Stunde. Volkswagen und die deutschen Autobauer. Ihr hattet es euch gewünscht und hier wird natürlich sofort geliefert wie bestellt. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne eine Algorithmus-Schelle und wir gehen gleich sofort rein und schauen uns an, was ist da eigentlich los. Bei Volkswagen ist es jetzt eine Chance, ja? Die kann sich durchaus bieten oder sollte man davon auf jeden Fall die Finger lassen. Bevor wir zu VW kommen, kommen wir zu einem Ex-Porsche-Manager, der mal richtig einen rausgehauen hat, nämlich in der BAMS am Sonntag. Und zwar Wendelin Wiedeking, Ex-Chef von Porsche, hat Folgendes gesagt: Wir werden heute von Politikern gelenkt, die im Prinzip über keinerlei wirkliche Berufserfahrung verfügen. Frau Lang von den Grünen hat keine. Gucken Sie Herrn Kühnert von der SPD an, der hat ein abgebrochenes Studium und hat in einem Callcenter gearbeitet. Und diese beiden Herrschaften definieren mit, wie Deutschland zu ticken hat. In welchem Land sind wir gelandet? Er hat von Laien gesprochen, er hat die uns lenken, die nichts gelernt haben. Jetzt interessiert mich mal eure Meinung dazu. Es ist Klartext klar. Man fragt sich natürlich bei solchen Bossen, wo war der Klartext vielleicht vor 4 oder 5 Jahren? Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, welche Schuld die Politik hat. Sie hat natürlich eine Schuld, aber wir wollen heute nicht ins Politik-Bashing verfallen, sondern wir wollen uns VW anschauen, denn die haben natürlich auch viele eigene Entscheidungen getroffen, viele Probleme selber geschaffen und da schauen wir jetzt gleich mal drauf. Vorher gibt's aber ein geniales Goodie für euch und zwar habe ich mir mal den deutschen Aktienmarkt in seiner Gänze angeschaut. Nicht nur den DAX, nicht nur den MDAX, auch nicht nur den SDAX, sondern wirklich alle Aktien, die es gibt und habe da mal eine Favoritenliste zusammengestellt, habe das wirklich mal abgeklopft. Ja, wer hat da noch richtig gutes Gewinnwachstum? Wer hat starke Margen? Also wer lässt sich nicht runterziehen von der deutschen Wirtschaftsmisere gerade? Wer hat auch noch solide Bilanzen? Ja, Preissetzungsmacht ist vielleicht auch nicht so abhängig von Energie und auch nicht so vom deutschen Markt. Also das ist da alles eingeflossen und da gibt es jetzt eine schöne Liste mit Favoriten, mit Bekannten, aber auch durchaus mit Geheimtipps und die könnt ihr euch jetzt kostenlos runterladen. Link dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu VW. Wir können auch über BMW und Continental und über viele andere sprechen. Wir konzentrieren uns heute aber auf Volkswagen. Also dieses Video hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr mehr sehen wollt, zum Beispiel zu BMW oder was auch immer, schreibt gerne eure Wünsche mal in die Kommentare. Wir bleiben mal heute bei VW. Das ist kompliziert genug und schauen einfach mal uns die Übersicht an, die Aktie. Ja, wo stehen wir da gerade? Das ist jetzt der 5-Jahres-Chart und da sehen wir sind unter dem Corona-Tief. Sie hat sich zuletzt jetzt minimal erholt. Aber wirklich nur minimal, war ja schon unter 90 Euro gefallen. Das Corona-Tief hier bei 94 Euro am 20. März 2020. Also ein heftiger, böser Absturz. Natürlich die Bewertung auf den ersten Blick spottbillig mit einem Forward-KGV von 3,0. Das ist eigentlich geschenkt, nachgeschmissen. Ja, werden wir gleich uns anschauen, ob das ein Kauf deswegen ist. Wir sehen es schon hier beim Altman C-Score 1,12. Das ist nicht gerade besonders hoch. Also es gibt natürlich da schon auch Probleme. Und die müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Gewinnwachstum ja in diesem Jahr negativ, minus 11,7%. Im kommenden Jahr wird dann wieder mehr erwartet, aber gut, Bruttomarge 17,5%. Was sind jetzt eigentlich die Probleme? Ja, man verdient weniger Geld und die Manager haben durchblicken lassen. In Deutschland, ja, da verdient man mittlerweile sehr, sehr wenig Geld. Der Gewinn der Marke VW ist eingebrochen und man hat wirklich Probleme bei der Auslastung. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Spekulationen. Stammwerk Wolfsburg ist eigentlich ausgelegt auf eine Produktion von mehr als 800.000 Autos pro Jahr. Ja, läuft nur noch auf halber Kraft. Das ist eigentlich schon mal schlimm genug. In anderen Fabriken ist es aber noch viel schlimmer. Die Auslastung ist noch geringer. Hier auch in Zwickau, das ist das Leitwerk für die E-Mobilität eigentlich bei VW. Da reicht es nur noch für 2 Schichten am Tag und da sollen 1000 befristete Arbeitsverträge womöglich nicht verlängert werden. Und es ist eigentlich relativ klar, VW fehlen so 500.000 Autos pro Jahr in Europa, die eben nicht verkauft werden. Und das sind ungefähr die Verkäufe für diese berühmten mittlerweile 2 Werke, wo eben spekuliert wird, dass die sogar geschlossen werden. Gut, die Jobgarantien, die wurden auch abgeräumt. Und da ist jetzt das Problem ganz klar. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon das Ende? Ist das jetzt der Zusammenbruch? Und jetzt schauen wir uns das mal ganz vorsichtig und rational an.
Also, wird es ein akutes, schnelles Ende bei VW geben? Nein, mit Sicherheit nicht. Denn wir lassen jetzt mal die Kirche im Dorf. Es ist noch der zweitgrößte Autobauer der Welt und es wird auch noch ordentlich Geld verdienen. Schauen wir mal hier auf die Zahlen. Das ist jetzt das erste Halbjahr 2024 und da seht ihr Group Revenue, also der Umsatz, das sind 158,8 Milliarden. Also es wird noch ordentlich Geld verdient. Das ist absolut klar. Wir schauen hier auch mal auf die Liquidität und auch den Cashflow. Da sehen wir die Netto-Liquidität rechts. Die ist gesunken vom 31. Dezember 2023 auf hier 30. Juni 2024 von 40,3 Milliarden Euro auf 31,3. Das sieht erstmal böse aus, aber da muss man natürlich berücksichtigen, dass auch Dividenden schon aus dem Konzern rausgeflossen sind. Also es ist halb so wild. Das ist natürlich logisch, dass es gesunken ist, zumindest wenn man das berücksichtigt, und es sind noch 31,3 Milliarden Euro an Cash vorhanden. Bricht der Absatz überall ein? Nein, das ist so auch nicht. Schauen wir mal hier drauf aufs erste Halbjahr und da sehen wir tatsächlich Wachstum in Nordamerika, auch in Europa, minimal auch in Südamerika. Aber wir sehen natürlich das große Problem, China, minus 7%, da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen, denn China ist generell mit das Problem oder eins der großen Probleme von Volkswagen. Kommen wir gleich dazu. Jetzt müssen wir aber mal auf eine Sache schauen. Ja, ich habe es auch zigfach in den Kommentaren gelesen, die Schulden von VW. 400 Milliarden Euro Schulden soll VW haben und da sehen ja viele schon ja, den Untergang. Also wer so viel Schulden hat, der muss doch eigentlich schon fast pleite sein. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und da muss man in gewisser Weise von einem Märchen sprechen. Also wenn irgendjemand euch diese 400 Milliarden Euro Schulden vor den Latz knallt, dann könnt ihr in Zukunft da ein bisschen was Detaillierteres dazu sagen, denn wir schauen uns das jetzt mal an. Also der eine oder andere hat dann vielleicht, gerade der immer nur das raus hat von Bilanzen lesen, nicht ganz so viel Ahnung, was man bei Volkswagen wissen muss, die Financial Services. Also VW hat auch einen Finanzservice, das kritisieren ja auch viele immer, Stichwort Cantillon-Effekt und Co., aber das lassen wir jetzt mal beiseite, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir schauen einfach mal hier auf die Fakten und zwar 35% der ausgelieferten Fahrzeuge sind geleased und das muss ich natürlich alles irgendwie finanzieren. Das ist klar und das ist natürlich ein großer Faktor. Also die Verbindlichkeiten, die da in der Bilanz stehen, haben natürlich viel mit diesen Finanzierungen zu tun. Und wir schauen uns hier einfach mal drauf auf die Bilanz und da seht ihr in der Mitte die Bilanzsumme hier 60338. Und was ist, wenn das bei aktiver steht? Ja, dann steht es auch bei passiver natürlich. Also das, glaube ich, wissen die meisten von euch, muss ich jetzt nicht ausführen, dass eine Bilanz immer auf beiden Seiten ausgeglichen sein muss. Und dann seht ihr unten hier die langfristigen Schulden 204 und die kurzfristigen 205. Also da sind wir über diesen 400 Milliarden Euro Schulden. Das stimmt natürlich auf den ersten Blick schon. Aber was steht solchen Schulden gegenüber? Na, ihr seht es hier oben zum Beispiel Forderungen aus Finanzdienstleistungen. Ist jetzt mal hier ein Beispiel, 94 Milliarden. Und dann relativiert sich das Ganze natürlich sehr schnell. Es stimmt natürlich, VW hat auch natürlich Schulden, die nichts mit den Finanzdienstleistungen zu tun haben. Und die sind auch erheblich, die sind über 100 Milliarden. Das ist klar. Also da gibt es schon gewisse Probleme, Schulden. Ja, die müssen natürlich bedient werden, das ist klar. Aber diese 400 Milliarden, mit denen da immer so ja, Stimmung gemacht wird, das muss man natürlich schon verstehen, was da bei VW vor sich geht. Und das ist natürlich bei weitem nicht so schlimm, wie es aussieht. Also wollen wir das Ganze aber nicht zu schön reden, denn es gibt viele Probleme und wir schauen jetzt mal auf die Baustellen vom VW und das sind einige. Ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen zu clustern. Wir fangen mal bei der Qualität an. Das wird schon seit vielen Jahren bemängelt und da gab es große Enttäuschungen. Gerade der ID3 wurde ja wirklich abgewatscht, da waren sehr viele enttäuscht. Also man hat unpassende Modelle, generell die Zielgruppe anscheinend nicht gerade begeistern. Schlechtes Design, auch teilweise ja der schlechte Qualität einfach. Also da hat VW einfach in den letzten Jahren nicht abgeliefert, vor allem natürlich bei den E-Autos. Dann haben wir das China-Problem. Da haben wir zum einen ja den schwächelnden Absatz. Da tut sich VW einfach schwer. Da muss man jetzt schon dagegenhalten mit massiven Preissenkungen. Also das ist auch ein Grund dafür. Kommen wir gleich dazu. Warum natürlich weniger verdient wird, warum die Margen unter Druck sind. Aber das ist nur ein China-Problem. Das vielleicht noch viel größere China-Problem ist die Konkurrenz, die natürlich massiv kommt. Und China-Autos verkaufen sich immer
immer besser. Auch Verbrenner. China rollt da wirklich den Markt von hinten, wie auch immer, auf. Und es ist nicht nur BYD, die natürlich auch erfolgreich sind. Es sind viele andere und da ist VW massiv unter Druck. Dann die Innovation bei VW ist auch einfach ein Problem. Man ist zu teuer, man ist zu komplex. Wenn man das mal mit Tesla vergleicht, da kommt sozusagen alles aus einem Haus. VW hat viele Zulieferer, viele Schnittstellen. Das ist natürlich alles teuer, das ist langsam, das ist fehleranfällig. Carrier, ja, Software gescheitert. Wurde 2019 ja ins Leben gerufen, dann wurde es 2021 umbenannt in Carrier. Das heißt übrigens Car, Carrier Car, I am Digital, IAD. Also das hat nicht so wirklich funktioniert. Da sieht man schon, wie viele Baustellen es da gibt. Dann natürlich die Struktur, da werden wir gleich dazu kommen. Das ist wahrscheinlich auch mit eins der größten Probleme. Man hat viel zu hohe Kosten, ja, Personalkosten und Co. Viel zu teuer, verkrustete Strukturen, die sind super kompliziert. Da ist die Frage, ob man das wirklich alles erneuern kann. Der politische Einfluss ist ein Problem, kommen wir gleich dazu. Und dann hat man natürlich noch übergeordnet die Probleme. Natürlich der politische Einfluss, auch Verbrenner aus und Co. Kommen wir auch gleich dazu. Dann natürlich Handelskrieg, die Zölle. Ja, vor kurzem, die jetzt eingeführt werden sollen gegen China. Dann natürlich haben wir auch in Deutschland schon auch eine gewisse Anti-Auto-Politik. Und dann ist natürlich der Markt generell schwieriger geworden. Auch für E-Autos ist ja generell der Absatz eingebrochen. Also erzählt ihr mal, was da alles auf VW einprasselt. Und das ist schon ja eine riesengroße, jetzt hätte ich fast was Unschönes gesagt, es ist ein riesen Schlamassel, in dem VW da gerade drinsteckt. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Margen an und da habe ich mal ein paar Vergleichsunternehmen dazu genommen und zwar hier Mercedes, links oben seht ihr VW, Mercedes rechts oben, dann BMW links unten und Tesla rechts unten. Da sehen wir generell einen gewissen Preiskampf in der ganzen Branche, denn nachhaltig steigern konnte die Margen jetzt keiner. Da hat ja Tesla zuletzt auch Probleme bekommen und ihr seht bei VW, das ist jetzt nicht komplett eingebrochen, aber es ist halt jetzt auf die letzten 5 Jahre auch keine besonders großartige Entwicklung. Aber ihr seht auch bei den anderen, ja, Mercedes hat es zwischenzeitlich mal deutlich besser gemacht, dann ging es nach oben, ging aber zuletzt auch wieder zurück. Das sind jetzt die Bruttomargen, wohlgemerkt. Also da seht ihr mal den Vergleich. Da kann man jetzt nicht sagen, dass VW komplett abschmiert und die anderen nicht oder die anderen das stetig steigern. Also das ist auch ganz gut, mal das so zu sehen. Das ist natürlich generell für viele in der Branche schwierig. Und jetzt schauen wir nochmal detailliert auf die Margen, denn das ist sehr interessant und das ist auch brandaktuell und zwar hier das erste Halbjahr 2024 und da schauen wir mal drauf. Hier 2023, oben seht ihr jetzt hier die Brand Group Core, da waren es 5,5% und jetzt sind es nur noch 5,0% und hier die Volkswagen Brand, ja, da drückt der Schuh richtig. 3,8% gefallen jetzt auf 2,3% innerhalb von kurzer Zeit, das tut schon richtig weh. Hinten in grün, ja, das ist so ein bisschen eine schöne Rechnerei, wenn man sozusagen die Kosten für die Umstrukturierung rausrechnet. Ja, das würde ich jetzt nicht wirklich gelten lassen, das ist so eine typische Kosmetik, nach dem Motto, ach, wir rechnen jetzt mal einfach irgendwelche Kosten raus, die gerade hoch sind und dann sieht es doch theoretisch eigentlich viel besser aus. Naja, finde ich jetzt nicht überzeugend. Wir sehen aber zum Beispiel auch bei Skoda, es gibt natürlich auch, kommen wir gleich noch dazu, viele andere Marken, die deutlich erfolgreicher sind. Das gehört natürlich auch zum Teil der Wahrheit, aber Volkswagen hat da gerade richtig zu beißen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Konkurrenz und kommen langsam mal zu den Risiken, zu den Bedrohungen und zwar von außen. Das ist natürlich der Wettbewerb. Schauen wir mal auf die top verkauften E-Autos hier im Anfang des Jahres und da sehen wir, da steht ganz oben Tesla Model Y mit Abstand am erfolgreichsten, dann kommt BYD, dann kommt wieder Tesla, dann kommen wieder einige BYDs und dann kommen noch viele andere und dann sehen wir unten auf Platz 16 der ID.4 von VW und auf Platz 18 der ID.3, also da sieht man schon, der Wettbewerb ist richtig hart und VW ist da nicht so wirklich gefragt. Und die Bedrohung von außen, die wird nicht weniger werden, denn China gibt richtig Gas. Man muss natürlich auch sagen, politisch unterstützt, subventioniert, aber ja, das hilft halt nun mal nichts. Es ist nun mal so und sie geben richtig Gas. Hier auch spannend, in Ungarn werden ja auch bald BYDs produziert. Hier sehen wir es, BYD, baut neue Elektroautofabrik in Ungarn. Das ist hier aus dem Dezember 2023. Also es werden dann bald auch jetzt chinesische Autos hier massiv in der EU, in Ungarn produziert und das wird es für VW wahrscheinlich nicht leichter machen. Dann haben wir natürlich die Risiken von außen, eine gewisse Bedrohung natürlich auch durch die Politik. Da wurden auch Fehler gemacht, da wurde es den Autobauern auch schwer gemacht, natürlich nicht nur VW. Jetzt ist die Frage, ja, hätte man die E-Mobilität auslassen sollen?
ja, das stellen ja mittlerweile viele so hin nach dem Motto Verbrennerverbot. Deswegen ja, ist das jetzt alles im Eimer. Ja, die E-Mobilität ist schon gefragt, wenn man sich das mal global anschaut, wenn man auch mit Leuten spricht, mit Zukunftsforschern. Die E-Mobilität ist vielleicht vor ein paar Jahren überschätzt worden. Jetzt wird sie vielleicht gerade eher unterschätzt. Also die Wahrheit liegt dann vielleicht ein bisschen in der Mitte. Aber E-Mobilität ist auf jeden Fall im Kommen. Ich war ja auch vor ein paar Monaten in Shanghai zum Beispiel. Da fahren verdammt viele E-Autos rum. Also wenn man sich auf der Welt mal umblickt, kann man jetzt nicht behaupten, dass E-Autos komplett durch sind. Ich glaube, man musste einfach ein bisschen rational das einschätzen. VW hat es trotzdem natürlich mittelmäßig gut hinbekommen. Ausgerechnet Habeck, der wurde jetzt zuletzt sehr oft ja, zitiert. Hier sieht es von der Welt, hat er 2019 gesagt, ja, wenn VW keine günstige E-Alternative anbieten kann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Da hat er natürlich in gewisser Weise einen Punkt, aber das jetzt als einzigen Grund hinzustellen, das wäre jetzt natürlich auch ein bisschen billig. Vor allem hat die Politik natürlich viele Fehler gemacht. Zuletzt ja, haben ja auch viele kritisiert, wie zum Beispiel Ferdinand Dudenhöfer, dass dann die Subventionen auf einmal gestrichen wurden. Da fragen sich auch viele, war das jetzt so sinnvoll? Dann hat die Politik natürlich auch die hohen Energiekosten zu verantworten. Dann jetzt natürlich auch die Zölle, die Handelspolitik. Also die Politik hat sicherlich eine ordentliche Mitschuld. Auch natürlich Verbrenner aus ist auch so ein Thema. Da gibt es viele Baustellen, klar. Aber man muss auch klar sagen, VW hat da natürlich selber auch einfach einen schlechten Job gemacht. Und da sind wir jetzt bei den Risiken und kommen mal zum Inneren. Und da sind wir schon auch bei Managementfehlern. Es gibt da mittlerweile auch ein berühmtes Video von einem VW-Vorstand vor ein paar Jahren, der da noch Witzchen gemacht hat über Tesla, über Elon Musk, die Ankündigungsweltmeister. Und die verkaufen ja gerade mal hier mit Mühe und Note 80.000 Autos pro Jahr. Also da wurden vor Jahren noch Witzchen gemacht. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also da sehen wir natürlich auch eine gewisse Selbstüberschätzung, eine Arroganz. Dann wird ja auch gerne gespottet über den Ex-Chef Herbert Diess, dass er eigentlich ja Elon Musk Fanboy war und dass man das dann auch so ein bisschen schlecht kopiert hat. Also da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommen die Fehler? Und jetzt kommen wir langsam zur Struktur des Konzerns, die sicherlich auch bei den Problemen eine Rolle spielt. Und da schauen wir uns doch gleich mal die Struktur des VW-Konzerns an und sehen auf Platz 1, das ist jetzt Stand 31. Dezember 2023 von VW selbst angegeben, Porsche Automobil Holding SE mit 31,9%, dann institutionelle Anleger Ausland 20%, Qatar Holding 10%, Land Niedersachsen hier mit 11,8% aufgeführt, dann Privataktionäre 24,1% und institutionelle Anleger im Inland 2,2%. Was man natürlich kennen muss, ist die Sonderrolle von Niedersachsen. Da wurde ja mal das sogenannte VW-Gesetz erlassen. Hier können wir mal draufblicken. Hier im Zuge der Privatisierung von Volkswagen und der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wurde das Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagen-Werkgesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand, das sogenannte VW-Gesetz, erlassen. Und um es kurz zu machen, das Land Niedersachsen hat da einen 20-prozentigen Kapitalanteil und es ist eben so konstruiert, dass da schwer was zu verändern ist. Da muss eben dann das Land Niedersachsen zustimmen und da sehen wir schon den massiven Einfluss der Politik. Also jetzt einfach mal zu glauben, über Nacht kann man bei VW jetzt da alles auf links krempeln. Das ist schwierig, vor allem weil die Gewerkschaften natürlich auch noch großen Einfluss haben. Also da seht ihr schon, wer da alles Druck machen kann, wer da alles den Daumen drauf hat. Und das macht es natürlich sehr kompliziert. Und das kann natürlich dann teilweise zu absolut kuriosen Dingen führen. Zum Beispiel, dass Leute, die Autos gar nicht mal so gerne mögen, in den VW-Aufsichtsrat kommen. Sie wird auch gerne als Autohasserin bezeichnet, und zwar Julia Willi Hamburg. Hier die Schlagzeile ist jetzt schon ein bisschen her. 2 Jahre fast grüne Autokritikerin zieht in VW-Kontrollgremium ein, und zwar genau in den VW-Aufsichtsrat. Wer ist Frau Julia Willi Hamburg? Das ist eine Politikerin aus Niedersachsen und da gibt es eine rot-grüne Koalition. Und als ja, Stellvertreterin des Ministerpräsidenten, sie ist Kulturministerin, ist sie dann eingezogen. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen hier, sie hat Politikwissenschaften, Philologie und Philosophie in Göttingen studiert.
studiert, ohne Abschluss wohlgemerkt. Das ist das Erste. Das Zweite ist ja, wo ist jetzt da die Autokompetenz? Und damals hat die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DSW, die ist damals schon amok gelaufen. Und der Präsident hat damals von einer offensichtlichen Fehlbesetzung gesprochen und hat sogar eine Klage geprüft. Also da gab es damals schon ein großes Problem. Und wenn man mal sieht, wen sie ersetzt hat, nämlich Bernd Altusmann, der war damals von der CDU und eben Wirtschaftsminister des Landes, dann ist schon die Frage, ja, war das jetzt eine Verbesserung? Na, ich lasse das jetzt einfach mal so offen stehen. Und das ist schon alles fragwürdig, denn damals als Oppositionspolitikerin, Oppositionsführerin sogar, besser gesagt, hat sie damals die VW-Strategie in China kritisiert wegen Menschenrechtsgründen. Das ist natürlich völlig berechtigt, das zu kritisieren, aber man muss sich schon fragen, wenn VW jetzt nicht in China vor Ort wäre, und das muss man auch natürlich mal sagen, das machen sie schon massiv. Die sind natürlich da vor Ort schon länger aktiv. Wenn sie das jetzt nicht wären, ja, muss man sich die Frage stellen, wird es dann noch viel düsterer aussehen? Sehr wahrscheinlich schon. Also da seht ihr jetzt mal die Strukturen von VW kompliziert. Kommen wir langsam mal zu den Chancen. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wie geht's weiter? Wir haben jetzt die ganzen Probleme besprochen. Es wird viel weniger Geld verdient, man hat viel zu hohe Kosten, man hat die China-Problematik, man hat einen massiven Wettbewerb und man muss eben auch viele Sachen verschieben. Hier zum Beispiel das Prestige-Projekt Trinity. Ja, das sollte eigentlich schon lang kommen. Dann wurde es auf 2028 verschoben, jetzt auf 2032. Also da seht ihr schon, das wären so Hoffnungen, aber die werden dann nach hinten verschoben. Was hat man noch? Klar, es wird spekuliert über einen neuen Vorstand, dass der neuen Schwung reinbringen könnte. Dann natürlich Zukäufe. Wie zuletzt bei Rivian hat man ja zugeschlagen, weil man mit Carrier, der das nicht selber hinbekommen hat. Man kann sich natürlich Kompetenz, Expertise von außen dazu holen, völlig klar. Dafür hat man auch genug Geld, alleine hier die 31 Milliarden Cash. Man kann natürlich massiv einsparen, ganz klar. Man hat das auch schon mal geschafft, und zwar Anfang der 90er Jahre hatte man auch Probleme. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Herr Pirch hat in seiner Biografie geschrieben, das Hauptproblem war, es wurden in teuren Fabriken zu teuer produziert. Das Problem hat man heute sicherlich auch. Das kann man angehen, aber es ist natürlich die Frage, wird man das schaffen? Wird man auch die Produktion mehr ins Ausland verlagern können? Das wäre sicherlich eine große Chance, denn Deutschland ist halt einfach mal zu teuer. Die Löhne sind zu hoch, man hat die Energiekosten. Also das ist ein großes Problem. Aber wir haben ja gerade über das Thema Niedersachsen, politischen Einfluss gesprochen. Da wird wahrscheinlich eher der Daumen drauf gehalten. Denn dass man jetzt in Niedersachsen sagt, ach ja, wir produzieren hier nichts mehr, eher unwahrscheinlich. Natürlich das Comeback des Verbrenners, das ja auch gerade zumindest sich so ein bisschen mal andeutet, ist sicherlich auch eine Chance. Ob es jetzt die Rettung wäre, ja, muss man natürlich auch auf jeden Fall in Frage stellen. Aber man muss eins natürlich auch sagen, es ist bei VW schon noch einiges an Substanz da. Und da schauen wir uns auch mal die Übersicht an, was alles dazugehört, denn wir sprechen natürlich immer über Volkswagen, aber ihr seht, was hier noch alles dazugehört. Bereich Pkw, hier haben wir Volkswagen, dann haben wir Skoda, dann haben wir hier Seat, Cupra, Audi, Carrier und so weiter und so fort. Porsche, Nutzfahrzeuge, hier mit Traton. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Bereiche, die Finanzdienstleistungen. Hier können wir uns jetzt mal die Marken in der Übersicht anschauen. Also da gehört viel dazu. Ein paar habe ich gerade schon angesprochen. Dann auch natürlich Sachen hier wie Ducati, wie Bentley, wie Scania. Also da ist viel Substanz natürlich noch da. Die Frage ist, ja, wird das reichen? Man kann natürlich Sachen verkaufen, um neues Geld zu bekommen. Man kann auch Sachen dann natürlich zukaufen. Da sind schon viele Wenns, das merkt ihr, das ist ganz klar. Das ist eine Spekulation, ja, dass man das hinbekommt aus der Substanz jetzt raus, dass man da nochmal massiv wächst. Ich glaube, dahinter können wir ein großes Fragezeichen schon mal setzen. Wir kommen jetzt langsam Richtung Ende. Ein paar Sachen gibt es natürlich noch, wichtige, vielleicht gleich das Wichtigste überhaupt. Aber ich glaube, man kann schon die These aufstellen, die besten Zeiten bei VW sind vorbei. Ja, ich glaube, da kann man schon eine ordentliche Wahrscheinlichkeit dahinter setzen. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, als Investor, ist das trotzdem gerade eine Chance? Und da schauen wir jetzt mal auf das Thema Bewertung. Und da bitte grundsätzlich nicht blenden lassen von irgendwelchen KGVs, KBVs. Natürlich 3,0 Forward-KGV, das ist ein Witz. Natürlich, auf den ersten Blick sagt man, Mensch, da kannst du jetzt nichts falsch machen unter dem Corona-Tief. Die Aktie muss ja steigen. Ich würde jetzt mal sagen, ich gebe eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit, dass die VW-Aktie irgendwann nochmal höher stehen wird als heute. Das natürlich, das
traue ich der Aktie auf jeden Fall zu. Das muss man jetzt auch mal so klar sagen. Aber schauen wir hier mal zum Beispiel aufs Kurs-Buchwert-Verhältnis der letzten Jahre. Das ist jetzt nochmal weiter gesunken, ist jetzt schon unter 0,4. Aber das ist seit Jahren unter 1,0. Also die Aktie ist seit Jahren spottbillig. Gut, das KGV vor ein paar Jahren war halt dann bei 5, 6, 7 oder 8. Aber teuer war die Aktie noch nie. Hat sie deswegen gut performt? Naja, das wisst ihr selber. Also das alleine kann kein Grund sein. Aber wenn man sich mal das ganze Konstrukt anschaut, dann wird es natürlich spannender. Schauen wir uns das mal an. VW ist jetzt, gerade wenn man beides zusammenzieht, also die Vorzugsaktien und die Stammaktien, hat man eine Market Cap, Marktkapitalisierung von knapp über 50 Milliarden Euro. Also so viel ist VW gerade an der Börse wert. Dann haben wir Cash mit 31 Milliarden Euro, das haben wir auch besprochen. Und jetzt wird es aber schon spannend, denn wir schauen uns mal die Market Cap an, hier von der Porsche AG, nicht die SE wichtig, sondern hier die andere Baustelle. Und da ist momentan die Market Cap ungefähr, so die Stämme muss man so ein bisschen schätzen, die sind ja nicht an der Börse klassisch, hier sind wir bei 60 Milliarden Euro und VW hält daran 75%. Das heißt, da sind wir ungefähr bei 45 Milliarden Euro, die VW da hält, und die Marktkapitalisierung ist bei gerade 50. Also da seht ihr schon, bewertungstechnisch ist VW auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wegen Cash, wegen diesen Beteiligungen. Man zahlt auch eine ordentliche Dividende. Dividendenrendite ist gerade bei 9%. Also es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Gründe, die gerade für die Aktie sprechen. Dann hat man natürlich auch noch die Beteiligung an Traton zum Beispiel. Da sind auch ungefähr 14 Milliarden Euro. Also da steckt schon noch einiges drin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das versteht, was da für eine Substanz da ist. Deswegen vom Ende zu sprechen oder jetzt vom schnellen Ende, vom schnellen Crash, das ist natürlich Unsinn. Dafür ist viel zu viel Substanz da. Aber von einer großen automatischen Erholung zu sprechen, das finde ich auch schwierig, weil dieser Konzern einfach unglaublich schwerfällig ist. Und ich sage es ganz ehrlich, also dass da die große Revolution kommt, das große Wachstum, dass man da jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren alles auf links dreht, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Es ist sicherlich ein attraktives Investment, wenn wir nur auf das Thema Bewertung, Beteiligung, Substanz schauen. Ja, dann ist die VW-Aktie sicherlich unterbewertet, dann ist das sicherlich ein Investment wert. Aber, ja, das große Aber muss eben bleiben. Also wenn ich jetzt ein Anleger bin, der auf Unterbewertung setzt, der vielleicht auch auf Dividende setzt, dann ist das sicherlich mal eine Überlegung wert, aber man hat sehr viele Abers und Wenns, und das große Wachstum, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die politischen Einflüsse, ganz, 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 ganz schwierig, und ich habe da auch schon mit vielen Insidern gesprochen. Es ist eben das Problem, so ein Dickschiff flott zu kriegen, das ist quasi unmöglich. Also die einzige Chance wäre wahrscheinlich, man teilt das irgendwie auf, gründet sozusagen eigene neue Units. Das wäre eine Option, wo ich sagen würde, ja, da könnte VW wieder richtig fit werden. So ist das einfach viel zu kompliziert, viel zu groß, viel zu schwerfällig. Also das wirklich zu einem dynamischen Wachstumsunternehmen zu machen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage, warum investiere ich nicht gleich in ein dynamisches Wachstumsunternehmen, in ein Unternehmen, bei dem es gerade rund läuft? Warum gehe ich dieses Risiko für einen kompletten Umbau ein? Also deswegen ist die Aktie für mich Stand heute kein Investment, aber ich glaube, für gewisse Anlegertypen kann es eine Überlegung wert sein. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Beurteilung. Erstmal, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe es versucht, möglichst objektiv zu halten, möglichst alle Seiten zu beleuchten, wirklich kritisch die Probleme, aber trotzdem auch ein bisschen auf die Chancen hinzuweisen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. So Leute, mir hat das großen Spaß gemacht. Gerne mehr dazu, sich mal Unternehmen genauer anzuschauen, Aktienanalysen, wie auch immer. Gerne auch Verbesserungsvorschläge von eurer Seite, Wünsche, welche Aktien, vielleicht eine BMW oder wie auch immer. Ich hätte jetzt eigentlich sogar noch mir was für den DAX vorgenommen gehabt, aber das wird jetzt alles ein bisschen zu lang. Ich schlage mal vor, wir verschieben das aufs Briefing, warum ich für den DAX nicht so wirklich negativ bin. Aber man muss natürlich eins sagen, für den Standort, darüber muss man sich große Sorgen machen, gerade wegen solchen Unternehmen wie VW. Also der deutsche Wirtschaftsstandort, der ist gerade massiv unter Druck, auch aus vielen anderen Gründen, können wir auch gerne vertiefen, wenn ihr das wollt. Aber für den DAX bin ich gar nicht mal so unbullisch, weil eben viele Unternehmen sehr viel
Gewinn, Umsatz im Ausland machen. Das werden wir dann weiter vertiefen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Es kommt am Mittwoch dann ein Fed-Livestream. Dann werden wahrscheinlich die Zinsen zum ersten Mal seit 4 Jahren sinken. Und dann gibt es natürlich Briefing am Samstag und natürlich auch bald wieder sehr, sehr spannende Interviews. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.